Wir häkeln gemeinsam heute die Blume. Dafür brauche ich die Nadelstärke 4. Habe die Sohle Wolle genommen von Gründel. Hat eine Lauflänge von 110 Meter auf 50 Gramm. 60% Baumwolle und 40% Polacryl. Und wie gesagt, für eine Nadelstärke 4,5 bis 5, ich nehme die 4er. Wenn ihr die Wolle waschen möchtet, müsst ihr ja mal irgendwann, kann ich euch gleich sagen, ist die Wolle perfekt. Bei 30 Grad könnt ihr sie 10-mal waschen und es fällt nichts auf. Keine Flusen, kein Knüppeln, nichts. So, jetzt beginnen wir. Wir nehmen den Faden hier durch und ziehen den hier drüber. Häkeln. 3 Luftmaschen und häkeln hier vorne rein und hier zusammen. Jetzt wird es eng. Ihr häkelt jetzt eine Luftmasche und ihr könnt das jetzt so machen, wie ihr möchtet. 10 Blümchenblätter oder nur 5. Ich häkle jetzt 10 halbe Stäbchen hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zähle ich nochmal, ich habe 10 gezählt, ich steche aber hier vorne rein, 1, 2, 3, 4, 8, 9, steche noch eine Zusätze hier rein, weil wir ja vorne schließen müssen. So, dann stecht ihr hier vorne rein und schließt es mit einer Kettmasche. Ich werde diesen Faden jetzt schon mal abschneiden und nehme meine weiße Sohlewolle. Zieh den Faden jetzt hier durch, zieh ihn fest und häkle 1, 2, 3 Luftmaschen dran. Und dann häkle ich Doppelstäbchen. Ich nehme den Faden zweimal drumherum und steche jetzt hier in die Masche rein. Hol den Faden zurück und häkle einmal zurück und zweimal und lass den dritten auf der Nadel. Den Faden holen, hier reinstechen. Einmal, zweimal auf der Nadel lassen. Faden holen. Ups. Einmal, zweimal. So, ihr könnt jetzt, wenn ihr möchtet, schon aufhören. Ich nehme 4 Stäbchen. Und häkle noch mal ein Doppelstäbchen rein. Dann habe ich das so und ziehe diesen Faden ganz hier durch. Häkle 2 Luftmaschen und häkle es mit einer kettfesten Masche zusammen. Hier habt ihr dieses Loch und hier ist noch eine Masche. Da stecht ihr rein und häkelt es mit einer festen Masche zusammen. Jetzt häkeln wir wieder weiter, eine Luftmasche, 2 Luftmaschen, 3 Luftmaschen, Faden holen und genau da, wo ihr die festen Maschen habt, stecht ihr 4 Stäbchen rein. Ups, war natürlich verkehrt. 4 Stäbchen und immer den letzten Faden auf der Nadel lassen. Also Doppelstäbchen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Einmal durch,
zweimal durch und zieht jetzt den ganzen Faden durch diese Maschen. Häkel 2, Luftmaschen. Was ist denn heute los hier? Häkel 2, Luftmaschen. Und steckt jetzt wieder hier vorne die feste Masche. Häkelt ihr rein. So. Seht ihr das? Jetzt häkeln wir wieder 1, 2, 3 und 4 Stäbchen da, wo ihr die festen Maschen drin habt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, haben wir 5 Stück mit der Luftmaschenkette und zieht den Faden wieder schön langsam durch. Zieht ihn ein bisschen fest und häkelt 2 Luftmaschen. Dann häkeln wir hier eine feste Masche rein. Und wir arbeiten uns voran. Entschuldigung. Manchmal ist der Faden zu kurz. Zweimal Faden nehmen und ihr seht ja hier, da ist die feste Masche, da stecht ihr wieder rein. In diese feste Masche immer am Anfang reinstechen. 1, 2. Oh, Entschuldigung. Das passiert halt manchmal. Also in die feste Masche hereinstechen und Faden auf der Nadel bitte lassen. Nicht so, wie ich das gerade gemacht habe. Vier Stäbchen gehören da rein. Wir haben jetzt 3 Stäbchen und häkeln noch ein Stäbchen. 1, 2. So, Faden durch die Maschen ziehen, bisschen festziehen und 2 Luftmaschen häkeln. Und genau hier vorne stecht ihr eure festen Maschen rein. So, wir fangen wieder von vorne an. 3 Luftmaschen in die festen Maschen reinstechen. Und ihr häkelt 4 Doppelstäbchen. Lasst den letzten Faden auf der Nadel. Einmal Faden holen, durchziehen, durchziehen. Und nehmt die Nadel und zieht den Faden komplett durch. Und häkelt 2 Luftmaschen. Häkelt es mit einer festen Masche wieder zusammen. Und das Prinzip wieder von vorne, 3 Luftmaschen, Doppelfaden nehmen, in die feste Masche, unten in die Masche reinstechen, Faden auf der Nadel lassen und 4 Stäbchen häkeln. So. Jetzt zieht ihr wieder den Faden ganz durch und häkelt es mit 2 Luftmaschen zusammen. Dann kommt die feste Masche, die ihr hier vorne wieder reinsteckt und schließt es mit einer festen Masche. Wir häkeln wieder dasselbe. Stecht da, wo ihr die feste Masche habt, rein und häkelt 4 Doppelstäbchen und immer den letzten Faden auf der Nadel lassen. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Na, meine Nadel will heute nicht so. Noch ein Stäbchen da reinstechen. 1, 2
und zieht die Nadel hier durch und häkelt es mit 2 Luftmaschen. Vorne mit einer festen Masche schließen. Wir häkeln wieder 3 Luftmaschen. Stecht hier vorne bei den festen Maschen ein und häkelt 4 Stäbchen. So, und nochmal. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Na, der Faden hat hier Spalten. Wir häkeln noch ein Doppelstäbchen hier rein. Ups, ich bin hier gerade durch. Und ziehen den Faden durch die Maschen. Häkeln 2 Luftmaschen und stechen hier vorne eine feste Masche ein. Jetzt häkeln wir die letzte Blüte. 3 Luftmaschen und 4 Stäbchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zieht den Faden komplett hier durch, häkelt 2 Luftmaschen und häkelt hier vorne eine feste Masche ein. Und wie ihr sehen könnt, können wir noch eine Blume reinhäkeln. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber ich glaube, wenn wir die 10. machen, wäre das zu voll. Also häkeln wir jetzt hier vorne da rein und ziehen es mit einer Kettmasche zusammen. Schneid den Faden ab. Und zieh den Faden so durch. So, und dann könnt ihr eure Blümchen den richtigen Bogen geben. Manchmal gehen die ja nach hinten. Und habt eure Blume für eure Grannys. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal.